Dafür hat eine neue verkehrspolitische Idee das Zeug zum Reizthema. Autos sollen im Hochsommer überhaupt aus der Salzburger Innenstadt verbannt werden. Das planen Bürgermeister Heinz Schaden und Verkehrsstadtrat Johann Padutsch. Weil im Sommer regelmäßig das Verkehrschaos ausbricht, sobald Urlauber bei Regen in die Stadt strömen. 7-mal wurde im Vorjahr die sogenannte Schlechtwettersperre umgesetzt. Gegen den Plan, dass künftig im Sommer nur noch Busse und Anrainer in die Innenstadt reinfahren dürfen, hagelte es heute heftige Proteste. Dieses Bild soll es in Zukunft nicht mehr geben. Ein Verkehrschaos an einem regnerischen Sommertag. Touristenautos werden an den Stadtrand zurückgeschickt, um mit einem Shuttlebus in die Stadt zu fahren. Nun soll während der Festspielzeit die Zufahrt in die Innenstadt für alle Autos gesperrt werden. Und zwar wochentags von 10 bis 14 Uhr zwischen Müllner Hügel und Unfallkrankenhaus. Ich möchte nur, dass dieser ganze Durchzugsverkehr, der ja auch stattfindet und der sinnloserweise stattfindet, dass der mal verbannt wird und die Leute wissen, ich kann nicht einfach bis zum Michaelator meine Navi nachfahren. Und es soll natürlich auch in dieser Zeit die Zufahrt zur Ladetätigkeit oder auch zur eigenen Wohnung oder auch zum Hotel, das man gebucht hat, natürlich möglich bleiben. Wirtschaftskammer sowie FPÖ und ÖVP sind gegen diese Pläne. Wenn einem nichts mehr anderes einfällt, als Straßen abzusperren, dann sage ich gute Nacht, dann lassen wir die Rollläden runter und schließen die ganze Stadt. Denn das Signal ist verheerend, das damit nach außen geht. Und der Altstadtverband beschließt bei seiner Vorstandsklausur heute, dieses Vorhaben rechtlich zu prüfen. Im Regelfall sind derartige verkehrsbeschränkenden Maßnahmen in dieser Intensität und ohne irgendeine Differenzierung sicher eher nicht zulässig. Aber auch die Befürworter gehen in die Offensive. Die Autos, wie es ein Schweizer Experte gesagt hat, haben in der Stadt eigentlich nichts verloren. Und es ist wunderschön, sich eine Stadt Salzburg vorzustellen, wo man keine Autos sieht in der Stadt. Diese Regelung ist, glaube ich, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wir werden alles dazu beitragen, dass die Logistik, für die wir ja da sind, funktioniert. Bereits im Sommer könnte diese neue Verkehrsregelung erstmals Wirklichkeit werden, da Rot und Grün im Gemeinderat ja eine Mehrheit haben.